Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Unpacking. Ja, ich hatte es in der Bücherwoche ja schon ein bisschen angekündigt. Ich habe bei Medimops bestellt, beziehungsweise habe ich mein Guthaben aus einer Momox verkauft, sozusagen direkt reinvestiert. Und warum, weshalb? Ich habe mal wieder ein bisschen ausgemistet in meinen Büchern und habe ein Paket losgeschickt zu Rebuy und ein Paket zu Momox, weil das einfach dann von der Gesamtsumme das meiste gebracht hat. Und finde auch, mit der App geht das bei Medimops und Momox sowohl, also bei Rebuy und Momox, super, super schnell und einfach. Und dann ist bei mir letzte Woche ja die vierte Staffel von Sherlock eingezogen. Ich habe ja Staffel 1 bis 3 auf Netflix geguckt und dann ja auf ARD, als die Erstausstrahlung sozusagen war, habe ich dann auch die Serie geguckt und dachte dann, wenn du jetzt schon die vierte Staffel hast, solltest du dir natürlich auch Staffel 1 bis 3 als einer deiner Lieblingsserien ins Regal stellen. Und ja, so bin ich dann irgendwie mal wieder auf Medimops gelandet und habe da eine ganz kleine Bestellung abgegeben. Sie passt tatsächlich hier in dieses kleine, große Kuvertpaket. Und das ging jetzt auch super, super schnell. Und das Schöne ist ja, wenn man bei Momox und ich glaube auch bei Rebuy verkauft und sich das Geld gutschreiben lässt oder hier eben in den Gutschein investiert, dass man dann den Aufschlag bekommt. Das heißt, ich habe im Grunde jetzt 20% mehr Guthaben bekommen, als ich gehabt hätte, wenn ich es mir ausbezahlen lassen hätte. Und das habe ich natürlich genutzt. Und ich dachte, ich lasse euch jetzt mal am kleinen Unpacking teilhaben. Es ist nämlich nicht allzu viel geworden. Zum einen, ja, wie schon gesagt, Sherlock Staffel 1 bis 3. Das ist so eine ganze Box mit ganz vielen Bonusmaterialien und Booklets und Making-ofs und eine Pilotfilm und Undercovered und irgendein Prequel. Und ja, also gar nicht, dass ich die jetzt unbedingt aktuell auf DVD angucken würde, weil sie eben ja auch auf Netflix läuft. Aber vielleicht hat man mal Netflix nicht mehr oder pausiert da mal und man hat dann trotzdem Lust und sie muss einfach ins Regal. Es ist einfach sowas wie bei Büchern, die gut sind, sowas gehört einfach ins Regal. Und ich finde die auch vom Zustand, ich glaube, sie war als sehr gut titelliert, nein, detailliert, nein, sie wurde als sehr gut tituliert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe heute schon einen Tag Arbeit hinter mir, dementsprechend. Ja, also ich finde, die sieht auch sehr cool aus, wenn man sie ins Regal stellt. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und hat, glaube ich, 27 Euro gekostet, glaube ich. Ich glaube, im Original kostet sie um die 40. Und dann greife ich einfach mal rein. Ja, auch direkt etwas, was mit Sherlock zu tun hat. Und zwar, Teufelsgrinsen, ein Anna Kronberg-Krimi von Annelie Wendeberg. Das wurde mir von der Zuschauerin empfohlen, die gesagt hat, hey, du liebst Sherlock, dann könnte das was für dich sein. Denn diese Anna Kronberg verkleidet sich als Mann und studiert dann eben Medizin und trifft dann irgendwie auf Sherlock Holmes, mit dem sie dann auch den ein oder anderen Fall scheinbar löst. Und das heißt hier so schön, ein viktorianisches Maskenspiel, eine gewaltige schwarzromantische Verschwörungsromanze, das Duell zweier Deduktionsmonster, ein hartes Leben, ein verkommenes Land, ein ziemlich schöner Roman. Und ich fand das wirklich interessant. Ich bin ja jetzt nicht so ganz der große Krimi-Leser, hoffe mir aber einfach, dass mir Anna Kronberg sympathisch ist. Und dann ist natürlich Sherlock dabei. Ich meine, was soll ich mehr sagen? Ja, hat auf jeden Fall unter 3 Euro gekostet. Ich glaube 2,49, 2,59 war vom Preis auf jeden Fall absolut in Ordnung und freue ich mich sehr, dass es bei mir eingezogen ist. Ja, ein Buch, das schon länger auf der Wunschliste steht und gerade als dann Erik Lorenz im Hangout geschwärmt hat von Bill Brisson, ist es ganz weit oben in der Wunschliste gelandet. Und ja, es war auch sehr günstig jetzt bei Medimops. Ich glaube auch wieder unter 3 Euro. Frühstück mit Kängurus, ein australisches Abenteuer. Und ich lese ja sehr gerne mal Bücher über andere Länder. Also gerade die von Erik Lorenz hatten es mir ja sehr angetan, wo ich noch ein oder zwei auch auf der Wunschliste habe. Ich fand auch letztes Jahr Frühstück mit Elefanten super und mag solche Bücher ganz gerne und bin auch einfach hier sehr gespannt. Das heißt hier auch so, Brissons wunderbar humorvolle Bücher gehören einfach zum Besten, was jemals an Reise
Literatur geschrieben wurde. Und Frühstück mit Kängurus ist garantiert ein Volltreffer. Ja, und da freue ich mich sehr. Ich würde unglaublich gerne mal Australien bereisen. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Lektüre vorab. Insofern das vorab dann vielleicht in nächster Zeit passiert. Das weiß ich natürlich noch nicht. Von daher schauen wir einfach mal. Ja, hier kommt mir gerade ein Lesebuch, Lesezeichen entgegen. Die Welt vor 100 Jahren. Aha, unbedingt lesen, Dirk. Ja, ein Buch, das mir empfohlen wurde, als ich von Downton Abbey geschwärmt habe. Und zwar von Leila Rashid, Rückkehr nach Somerton Court. Sieht von außen schon fast so aus wie Downton Abbey. England 1912, ein Herrenhaus, zwei Welten und ein Jahrhundert voller Umbrüche. Nach einem luxuriösen Leben in Indien kehrt Lord Westlake mit seinen beiden Töchtern auf sein herrschaftliches Anwesen Somerton Court zurück. Aber skandalöse Gerüchte verfolgen ihn bis nach England und so sieht seine älteste Tochter Lady Ada sich gezwungen, zwischen ihrem eigenen Glück und der Familienehre zu wählen. Denn nur sie kann den Ruf der Everleys retten. Aber dafür müsste sie ihre große Liebe aufgeben, einen Mann, den ihr Vater niemals akzeptieren würde. Wenn du dich verliebst, verlierst du vielleicht mehr als nur dein Herz. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das ein bisschen Downton Abbey-Fieber zurückbringen kann, ob das so ein bisschen Feeling hat. Von außen sieht schon sehr danach aus, allein, dass da so ein einzelner Hund rumläuft. So fängt ja auch das Intro von Downton Abbey an mit Isis, den Hund unserem Lord, dessen Hunde ja immer nach ägyptischen Göttern, glaube ich, benannt waren. Ich glaube, so war Spielchen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es das auch relativ günstig unter 3 Euro gab. Auch der Zustand ist super gut. Hat natürlich hinten diesen Aufkleber, den muss man dann natürlich liebevoll abfimmeln. Geht auch relativ gut. Also ich muss sagen, stört mich zum Glück nicht. War, glaube ich, auch Zustand sehr gut. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, es sieht aus wie einmal gelesen. Hat, wen es interessiert, keine Leserin. Bill Brisson sieht da schon ein bisschen gebrauchter aus, auch einfach ein bisschen vergilbt. Aber das geht auch im Regal einfach super schnell. Und es sind auch 2, 3 Leserinnen drin. Aber wie gesagt, mich stört das ja nicht. Und das ist dadurch, dass es auch so dünn ist, das ist auch ein Auftakt einer Reihe. Also da gibt es mehrere Teile davon. Und also ich freue mich über meine kleine Ausbeute und dass ich hier wirklich so eine Art Schnäppchen gemacht habe. Ich habe nicht viel drauf gezahlt, glaube 2 oder 3 Euro zu meinem Verkauf und habe mich halt echt gefreut über die 20%. Und ich finde, was will man mehr? Gleich wieder gut investiert und vielleicht kennt einer von euch ja eines der Bücher, dann wäre ich natürlich sehr, sehr neugierig, wie sie euch gefallen haben. Das natürlich gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Unpacking und habt vielleicht das ein oder andere entdeckt, was euch auch anspricht. Auch das natürlich gerne in die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.